Palmann hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben nun schon viele Aspekte zu den beiden umfangreichen und interessanten Berichten gehört. Bevor ich eine weitere Perspektive, nämlich die des bürgerschaftlichen Engagements, in unsere Debatte einbringe, möchte ich aber erst einmal beiden Sachverständigenkommissionen für ihre Arbeit danken. Worauf ich nun in den nächsten Minuten eingehen möchte, ist ein Thema, das unsere ganze Gesellschaft betrifft. Mit beiden Berichten decken wir nicht nur eine ungemeine weite Spanne des Lebens ab, sondern betrachten auch zwei im bürgerschaftlichen Engagement sehr wichtige Gruppen. Und wichtig sind diese Gruppen für das bürgerschaftliche Engagement in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich als Ziel von Engagement. Ich denke da an die vielen Vereine, beispielsweise die vielen Sportvereine, in deren ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer Kinder und Jugendliche betreuen und so deren Freizeit mitgestalten. Ich denke aber auch an nachbarschaftliche Hilfevereine, in denen man sich beim Einkaufen, der Garten- oder auch der Sorgearbeit gegenseitig unterstützt. Viel wichtiger für unsere Gesellschaft ist aber, und das wissen wir sowohl aus der Engagementforschung insgesamt als auch aus den beiden uns vorliegenden Berichten, das ist das Engagement von Jugendlichen, aber auch Älteren als aktive, sich einbringende Menschen. Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren sind gesamtgesellschaftlich die am stärksten engagierte Gruppe. Ein Fakt, den wir in meinen Augen viel zu selten anerkennen, wenn wir zum Beispiel mal wieder auf die jungen Menschen schimpfen, die sich nicht an Wahlen beteiligen, sich nicht für Politik interessieren oder vermeintlich nur mit dem Smartphone spielen. Dieses Engagement der jungen Generation ist für unsere Gesellschaft von enormer Bedeutung. Aber auch die Heranwachsenden profitieren davon. Grundsätzlich schlummert im Engagement ein Bildungsschatz von unsagbarem Wert. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen für andere, aber auch für sich selbst. Man lernt von seinem Gegenüber den Erfahrungen, die jeder Einzelne und jede Einzelne gemacht haben. Und man lernt, sich einzubringen. Man erfährt Wertschätzung von anderen und spürt, dass man gebraucht wird. Und an dieser Stelle lässt sich die Brücke zu den Älteren in unserer Gesellschaft schlagen. Besonders bei 60- bis 65-Jährigen stellen wir eine hohe Engagementbereitschaft fest. Aber wir wissen aus Studien auch, dass sich gerade auch Hochaltrige weiter einbringen wollen. Sie haben den großen Wunsch, Teil der Gemeinschaft zu sein. Auch sie wollen Mitverantwortung tragen und spüren und auch weiterhin Anerkennung erhalten. Leider setzt mit zunehmendem Alter auch häufiger das Gefühl an, das hat uns Herr Professor Kruse bei der Vorstellung des Altenberichts im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement eindrücklich verdeutlicht, von der Gesellschaft vergessen zu werden. Die älteren Menschen haben das Gefühl, dass ihre Kompetenzen und Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden. Und das müssen wir verhindern. Viele Menschen sind immer länger fit und aktiv. Wir brauchen ihr Engagement für unsere Gemeinschaft. Daran müssen wir arbeiten und eine Lösung dafür finden. Der Altenbericht empfiehlt hier als eine Möglichkeit die Schaffung von Gelegenheitsstrukturen. Dabei sieht er vor allem den lokalen Raum. Er sieht hier auch die Kommunen, in den Kommunen die größten Chancen. Es gilt, möglichst lokale Begegnungsräume zu schaffen, um den Austausch zu fördern und somit jedem und jeder Einzelnen zu verdeutlichen, dass sie gebraucht wird. In meinen Augen, und da bin ich glücklicherweise einer Meinung mit der Altenberichtskommission, sind die Mehrgenerationenhäuser, die wir in dieser Legislaturperiode weiter gestärkt haben, genau ein solcher Raum. Es können sich alle Generationen einbringen, sich gegenseitig stärken und voneinander profitieren. Miteinander und voneinander lernen ist auch im Bundesfreiwilligendienst in besonderem Maße möglich. Ein weiteres Beispiel für die großen Anstrengungen, die wir als Bund zur Förderung des Engagements und somit zur Förderung von Jung und Alt unternehmen. Der BFD zeichnet sich durch die Besonderheit aus, für alle Altersgruppen offen zu sein. Es ist uns damit ein Stück weit gelungen, den lang erprobten Weg der Jugendfreiwilligendienste als Bildungsdienst für alle Generationen zugänglich zu machen. Wir als Unionsfraktion stehen hinter dem BFD und können uns auch sehr gut vorstellen, dessen Einsatzbereiche zum Beispiel auch bei vielen Aufgaben für Senioren, Seniorinnen, aber auch für Familien mit Unterstützungsbedarf zukünftig auszuweiten. Immer natürlich unter der Berücksichtigung des Eigensinns des bürgerschaftlichen Engagements. Nicht nur wir als Union sehen im freiwilligen Engagement für jeden Aktiven, egal wie agil oder fit er auch ist, eine Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir wollen einen ermöglichenden Staat, der den Raum und den Rahmen für die breite Vielfalt des Engagements schafft. Gleichzeitig dürfen wir aber auch das Engagement nicht überlasten. Es darf nicht zu jeder Bewältigung, jeder Herausforderung herangezogen werden.
Dies trifft auch im besonderen Maße in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Kontext der älteren Generation zu. Es gilt immer, einen guten Weg zwischen Haupt- und Ehrenamt zu finden, zwischen Professionalität und dem besonderen Blick des Außenstehenden, zwischen bezahltem Handeln und freiwilligem Einbringen. Dabei gilt auch, wir müssen das Engagement bzw. die engagierten Menschen in unserem Land vor unnötiger Bürokratie bewahren und von dieser befreien, wo immer das nötig und möglich ist. Dies empfehlen auch gerade die beiden Expertenkommissionen. Gerade im Kinder- und Jugendbereich wird darauf hingewiesen, wie hoch die externen Anforderungen an Verbände, Organisationen, Einrichtungen in diesem Bereich bereits sind. Wir müssen hier klug abwägen, und ich möchte kurz zwei Beispiele darlegen. Zum einen das erweiterte Führungszeugnis für die in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige. Wir wollten bereits in dieser Legislaturperiode eine bürokratiearme Ja-Nein-Auskunft einführen, um beispielsweise Vereinsvorsitzende zu entlasten. Da haben sich meine Kolleginnen Christina Schwarzer und Gudrun Zollner sehr gut eingebracht und gute Vorarbeit geleistet. Ja, Kompliment. Leider war dieser Schritt in dieser Periode nicht umsetzbar, aber ich kann Ihnen versichern, dafür werden wir uns weiter in der nächsten Periode einsetzen, dass das gelingt. Zum anderen etwas, was gerade in den letzten Tagen uns besonders beschäftigt. Ich möchte das Vorhaben, die Meldepflichten für die offene Jugendarbeit massiv aufzuweiten, nennen. Wir sind uns hier im Haus, und das gilt für meine beiden Beispiele, alle einig, der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist absolut wichtig. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wir dürfen aber durch unsere Maßnahmen nicht dafür sorgen, dass das Engagement im Kinder- und Jugendbereich zurückgeht, dass es im zweiten beschriebenen Beispiel zu einem Sterben der wichtigen offenen Jugendarbeit kommt. Am Ende würde es für viele Jugendliche keine dieser so wichtigen Anlaufstellen mehr geben und für viele Jugendliche auch die Möglichkeit, sich zu engagieren, verloren gehen. Denn eines ist auch klar: Engagement ist immer eine Frage der eigenen Biografie. Engagement muss gelernt werden. Es bedarf hierfür Vorbilder. Wieder ein gutes Beispiel, wie die von uns heute debattierten Berichte ineinandergreifen. Mit einem Blick auf die Uhr allerdings fürchte ich, dass meine verbleibende Redezeit nicht mehr ausreichen wird, um näher und tiefer auf diesen Aspekt einzugehen. Ich möchte Ihnen aber heute abschließend mich bei allen Engagierten in unserem Land bedanken. Euer Einsatz ist es, der unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft so wertvoll macht. Vielen Dank für jede Stunde, für jede Minute, die dafür aufgewendet wird. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächste